Werte Teilnehmer vom heutigen CM On Air, herzlich willkommen bei uns in Biel. Heute ein super spannendes Thema. Es geht um das eLab-Protokoll und das in Kombination mit unserer Presskeramik, unserem Presskeramiksystem Livento Soprano. Und es ist mir eine große Freude, dass wir sogar den Erfinder gewinnen konnten, um über das eLab-Protokoll zu sprechen. Und heute speziell bei uns Sascha Heim, live aus Frankreich. Er hat sich sogar Zeit genommen, direkt aus seinem Urlaub für uns da zu sein und das System präziser zu erläutern. Und dann in einem zweiten Schritt haben wir dann das Hands-on, wie das Ganze auch angewendet wird. Natürlich in Kombination mit unserer Presskeramik haben wir zu Gast Kai Vogeler. Er ist heute bei uns im Labor. Hallo Kai. Hallo. Und genau, also der Ablauf, der ist, zuerst gibt es die Theorie von Sascha selbst mit einem wunderbaren Vortrag. Anschließend gibt es eine kurze Question and Answer Möglichkeit. Die sollte nicht allzu lange dauern, damit Sascha auch zeitnah wieder an den Strand kann. Danach gibt es eine kurze Pause. Wir installieren uns und dann gibt es dann zum praktischen Teil mit Kai und dem eLab Prime System mit unserer Keramik. Ich freue mich extrem auf diesen ersten Webinar-Auftritt heute in Deutsch. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß und dann würde ich gerne das Wort an Sascha übergeben. Hallo Sascha, ich freue mich auf deinen Vortrag. Vielen Dank. Okay. Ihr könnt den Vortrag sehen. Okay, gut, dann hoffe ich, dass das funktioniert, dass ihr jetzt alle meinen ersten Slide hier sehen könnt. Also erstmal vielen Dank für die Einladung, dass ich hier mitmachen darf bei diesem Webinar hier. Und also mein Thema heute ist eigentlich ein bisschen was über Farbe in der Zahnmedizin und Zahntechnik zu erklären und natürlich auch wie das in die Entwicklung von dem eLab-System reingeflossen sind. Und der Kai wird dann später eben demonstrieren, wie man das Ganze praktisch in die Tat umsetzt. Ja, ich bin ja eigentlich von meiner Geschichte her selber Zahntechniker mit, keine Ahnung, mittlerweile 25 Jahren oder so Erfahrung in diesem Bereich. Und ich kann mich erinnern, als ich gerade mit diesem Beruf neu angefangen habe, so Anfang der 90er Jahre, da ist es damals noch so gewesen, dass irgendwie das ganz große Thema, was die Vortragsbühnen dominiert hat zu dieser Zeit, ist die Frage gewesen, ja, warum sehen Zähne eigentlich so aus, wie sie aussehen und inwieweit sind unsere Materialien oder Kronenrestauration anders? Und da ist damals auch mal so ein Schlagwort aufgekommen, das war von dem Kollegen Paul Fichter, der hat das Wort Light Dynamics geprägt. Und ich glaube, was er damals eigentlich schon ganz gut auf den Punkt gebracht hat, ist einfach diese wandelnde optische Fähigkeit von natürlichen Zähnen. Und wie das vielleicht auch manchmal im Alltag zu Problemen führen kann. Und dann irgendwann mal so vor 10, 15 Jahren habe ich angefangen, mich für die Wissenschaft zu interessieren, im Besonderen für die Physik, weil ich halt diese Fragen ebenfalls beantworten wollte, aber halt eher auf einem wissenschaftlichen Ansatz. Und jetzt eben heute, so 10 Jahre später, gibt es da einige Neuigkeiten zu berichten, weil sich dann der Forschung sehr, sehr viel getan hat. Und auf die möchte ich eigentlich heute auch eingehen, um einmal diese essentielle Frage zu klären, die uns Zahntechnik seit langer, langer Zeit rumtreibt. Warum sehen Zähne so aus, wie sie aussehen und warum sehen Kronen manchmal auch so aus und manchmal nicht so aus. Ja. Und was wir eigentlich heute gelernt haben, ist, dass es eigentlich elementar nur 4 essentielle optische Parameter gibt, mit denen man die komplette optische Erscheinung von natürlichen Zähnen oder eigentlich allen diffus streuenden Materialien, also nicht nur Zahnhartsubstanzen, sondern auch Keramiken oder Komposite, alles, was, sage ich mal, transluzent ist, was Licht streut und was eine Farbe hat, wie man das vollständig in Umfang umschreiben kann, wie man es simulieren kann, wie man es vergleichen kann, wie man es identifizieren kann und wie man das einfach gesamtheitlich ausdrückt.
Und deswegen möchte ich da eigentlich auf diese vier Parameter eingehen. Der erste Parameter ist der sogenannte Brechungsindex. Das zweite Parameter ist die sogenannte Absorption. Das dritte Parameter ist die Streuung. Und das vierte Parameter ist die sogenannte Streufunktion. Und mit diesen vier Parametern, wenn man die kennt, wenn diese vier Parameter bekannt sind, dann kann man die komplette optische Erscheinung von Zahnhartsubstanzen, von Keramiken, von Kompositen komplett beschreiben, erklären, simulieren und so weiter. Und ich möchte kurz auf diese einzelnen Elemente eingehen. Also die Bedeutung des Brechungsindexes ist schon was, was wir schon seit relativ langer Zeit gewusst haben in diesem Bereich der Forschung. Und was Brechungsindex eigentlich bedeutet, ist, dass die Lichtgeschwindigkeit eigentlich nur eine Konstante in einem Vakuum ist. Sobald Licht durch ein optisch dickeres Medium reisen muss, wie jetzt zum Beispiel in dem Fall hier so ein Glaswürfel, verlangsamt sich die Lichtgeschwindigkeit und mit dieser Verlangsamung der Lichtgeschwindigkeit verändert sich auch der Propagationswinkel. Und das kann man hier in dieser Illustration sehr schön sehen. Also hier kommt so ein roter Laserstrahl von rechts, tritt auf diesen Glaswürfel ein. Das sind also zwei Dinge, die man hier beobachten kann. Nämlich das Erste, was sofort auffällt, ist, dass dieser Laserstrahl da nicht geradlinig durchgeht, sondern dass der abgelenkt wird. Und das Zweite ist, dass da so ein schwächerer Laserstrahl im Einfallswinkel wieder zurückreflektiert wird. Das sind also so die Dinge, die passieren, wenn Licht seine Geschwindigkeit verändert, wenn Licht seine Geschwindigkeit verlangsamt. Ja. Das sieht im Genauen sieht es so aus. Das hat im Prinzip damit zu tun, dass Licht im meisten Fall aus Luft kommt, weil wir von Luft umgeben sind und Luft atmen. Und je nachdem, wie der Einfallswinkel ist, gibt es dann eben so einen Ausfallwinkel. Die sind meistens parallel zueinander. Und wenn dieser Lichtstrahl dann durch zum Beispiel dieses optisch dickere Medium wie Glas zum Beispiel reisen muss, dann verändert das eben seinen Propagationswinkel. Und wenn es austritt, dann wird es wieder schneller und dann verändert es wieder seinen Propagationswinkel. Was dieses Wort Brechungsindex eigentlich genau genommen aussagt, ist eigentlich nichts weiter wie eine Information darüber, was die Geschwindigkeit des Lichtes durch dieses Medium ist, relativ zu ihrer normalen Geschwindigkeit in einem Vakuum. Das heißt zum Beispiel, hat Wasser einen Brechungsindex von 1,33. Das bedeutet, dass Licht durch Wasser 1,33 mal langsamer reist wie durch die Luft wie durch ein Vakuum. Ja. Und dadurch entstehen da eben solche optischen Effekte, die, glaube ich, jeder schon mal irgendwie beobachtet hat. Ja. Das hat natürlich auch ein bisschen was damit zu tun, dass dieses Glas eine Kurvatur hat, dass das rund ist. Und das sorgt dafür, dass dieser Strohhalm, der da drin steckt, zum einen auch größer ausschaut, wie er in Wirklichkeit ist. Das ist aber auch die Funktion des Brechungsindexes des Wassers. Und hier kann man eben auch sehen, dass das so abgeknickt ist. Ja? Also dass der Strohhalm nicht geradlinig durchgeht. Das sind solche Effekte, die man da eben bekommt aufgrund von unterschiedlichen Brechungsindexen. Das hat einfach nur seinen Ursprung darin, dass das Licht seine Geschwindigkeit verringert. Und wenn seine Geschwindigkeit verringert, tritt einen ganzen Haufen von Effekten ein. Ja? Also das ist das, was dieser Brechungsindex besagt. Das zweite von diesen Parametern ist die sogenannte Absorption. Und Absorption bedeutet, wenn jetzt zum Beispiel ein sichtbarer Lichtstrahl auf ein Objekt trifft, ja, sagen wir zum Beispiel ein rotes Objekt trifft, dann werden alle sichtbaren Wellenlängenbereiche verschluckt, wenn es auf dieses Objekt trifft. Da sind irgendwelche Chemikalien drin, die mit dem Licht agieren. Da wird ein großer Anteil der Wellenlängenbereiche einfach verschluckt, bis auf die roten, die langen Wellenlängenbereiche. Und nur die werden reflektiert und deswegen sieht das Objekt rot aus. Diese Wellenlängenbereiche, diese Energie, die verschluckt wird, die wird meistens in Wärme oder in Sekundärstrahlung umgewandelt. Aber Absorption ist eigentlich das, was dem Objekt seine Farbe verleiht. Welche Bestandteile der Energie werden absorbiert und welche werden reflektiert? Und diese Absorption, die wird als μ A in der Regel ausgedrückt, A für Absorption. Und es funktioniert im Prinzip so, man stellt sich vor, man hat, wie gesagt, ein sichtbares Licht, einen Strahl von Licht. Und er trifft jetzt auf ein transluzentes, absorbierendes Material. Das könnte zum Beispiel ein Zahn sein, Dentin. Ja. Und dann trifft diese Energie der elektromagnetischen Welle, also des Lichtes, Licht ist eine elektromagnetische Welle, trifft eben auf dieses absorbierende Material. Und dann werden gewisse Wellenlängenbereiche werden verschluckt und andere werden durchgelassen. Und das ist dieses transmittierte Licht hier zum Beispiel. Da kann man so eine Kurve da sehen. Da kann man zum Beispiel erkennen, warum Dentin meistens so eine gelbliche Farbe hat, weil zum Beispiel sehr, sehr viel Blau absorbiert wird. Und die verbleibenden Wellenlängen werden nicht so sehr absorbiert. Und deswegen hat das Muster von Dentin, was daneben dran ist, also davon wurde diese Messung auch im Übrigen genommen, deswegen hat das so eine leicht ocker-gelbliche Farbe, ja? Weil gewisse Bestandteile des Lichtes eben absorbiert werden und andere eben nicht. Also Absorption ist das, was so ein Objekt
seine Farbe verleiht. Und es gibt da verschiedene Messmethoden, wie man diese Effekte messen kann. Sowas macht man mit Spektrometern. Und was ich hier mal gemacht habe, ist es einfach nur mal der Vergleich zwischen der Absorption von natürlichen Dentin und von Keramiken, Dentinkeramiken. Und wie man sehen kann, sind diese Kurven nicht so krass anders. Also sie sind nicht identisch, aber sie sind auch nicht so krass anders. Ja? Das heißt, das kann unter Umständen schon recht ähnlich sein. Dann das dritte Parameter, was es gibt, das ist die sogenannte Streuung. Und die Streuung wird ausgedrückt in der Physik durch diesen Begriff μs. Also μs, S für Streuung. Und Streuung wird hier ganz gut erklärt. Also hier haben wir zum Beispiel oben ein Objekt, was also eine grobere kristalline Struktur hat zum Beispiel. Und weil diese Kristalle ja eben auch einen Brechungsindex haben und dazwischen ist meistens irgendwas anderes, wird das Licht dann mehrmals umgeleitet. Das geht ja eben auch nicht geradlinig durch. Und wenn man jetzt zum Beispiel also von links mit so einem Laserstrahl drauf geht und das trifft auf so ein grobkörniges Material, dann wird dieses Licht in diesem Material mehrmals umgeleitet aufgrund des Brechungsindexes dieser Körner, dieser Korngrenzen und auch ihrer Größe. Und dann ist das Licht, was da rauskommt rechts, das ist sehr stark diffus gestreut. Das ist so ein großer diffuser Punkt, so ein Spot, der dabei rauskommt. Und hier unten zum Beispiel unten drunter, ist dieses Material, also Laserstrahl immer die gleiche Größe, ist das Material viel feinkörniger. Ja? Und dadurch ist dieser Spot, der dann da rauskommt, viel, viel diskreter, ist ein viel kleinerer Durchmesser. Ja? Also Streuung ist, muss man sich so vorstellen, man hat quasi einen Lichtstrahl, der trifft jetzt auf ein diffus streuendes Material. Das könnte zum Beispiel eine Keramik sein oder es könnte ein Glas sein, es könnte auch Dentin sein. Und in diesen Materialien befinden sich kleine Streueinheiten. Meistens zum Beispiel in so einer kugelförmigen Konfiguration. Die haben andere Brechungsindexe wie das, was drumherum ist. Und deswegen wird das Licht abgeleitet, weil die Brechungsindexe unterschiedlich sind. Ja? Und manche von diesem Lichtstrahl trifft auf diese Partikel, wird dann umgelenkt und bei anderen geht es einfach dran vorbei. Aber dieser Effekt, den man hier sehen kann, diese Umlenkung des Lichtes, wenn es irgendwelche streuenden Partikel trifft, die unterschiedliche Brechungsindexe haben, das ist das, was man als Streuung bezeichnet. Streuung ist das Licht, was zurückkommt. Das ist das, was man sehen kann. Und auch hier, wenn wir zum Beispiel die Streuungskoeffizienten vergleichen von menschlichem Dentin im Vergleich mit verschiedenen Keramikherstellern zum Beispiel, dann kann man sehen, dass das sehr ähnlich ist. Das ist nicht hundertprozentig identisch, aber es ist sehr ähnlich. Es hat eine Verwandtschaft. Und mit dieser Geschichte Streuung, Absorption, da ergeben sich ganz interessante Konsequenzen, die vielleicht manchmal irgendwie etwas kontraintuitiv erscheinen. Ich glaube, die allermeisten von uns Zahntechniker würden intuitiv der Meinung sein, dass zum Beispiel eine helle, weiße Bleachmasse opaker ist, wie jetzt zum Beispiel eine dunklere Standard-Dentinmasse, wie hier zum Beispiel ein D2. Das ist aber tatsächlich nicht so. Also in der Realität ist es tatsächlich genau andersrum. Und das liegt ganz einfach daran, dass dieses Muster, was man hier links sehen kann, das ist einfach ein Bleach-Dentin, das hat einfach nur eine Streuung. Da sind keine Partikel drin, da sind keine Pigmente drin, die eine Absorption verursachen. Und deswegen wird das Licht nur gestreut und das verbleibende Licht, das geht durch diese Probe durch, trifft auf den Hintergrund und wird vom Hintergrund zurückreflektiert. Und das ist das, was wir Transluzenz nennen würden. Hingegen bei der Probe rechts, bei dem Dentin D2, da sind Pigmente drinnen, die verleihen dem D2 seine Farbe, sonst wird es nicht aussehen wie ein D2. Und das passiert ja über die Absorption. Das heißt, da werden gewisse Wellenlängenbereiche verschluckt und in Wärme und in Sekundärstrahlung umgewandelt. Und deswegen reißt diese verbleibende Menge von Licht eben nicht durch die Probe durch und wird nicht durch den Hintergrund reflektiert. Und deswegen hat sie eine geringere Opazität. Sie hat eine höhere Opazität, sie ist weniger transluzent. Das kann man hier auch sehen, dass wenn man das, die wurden ja hier mal fotografiert unter diesem schwarzen und weißen Hintergrund. Und hier wurde auch die Transmission gemessen. Und es ist tatsächlich so, also total kontraintuitiv, dass diese weißlichere Bleach-Dentin-Masse eine Transmission von 32% hat. Also das ist die Transluzenz, könnte man sagen, 32,7%. Und das Muster nebendran hat gute 11% weniger, also 23,40%. Das ist deutlich opaker wie das andere Muster. Das hat was mit der Absorption zu tun. Und deswegen ist es zum Beispiel auch so, dass es verschiedene Arten und Weisen gibt, Mischungsrezepte für die Dentalkeramik zu erzielen. Man kann, hier wurde es zum Beispiel mal gemacht, hier hat man so ein Bleach-Dentin genommen auf der rechten Seite und hat das 50% vermischt mit so einer Halstransfermasse. Und dann würde man so ein bisschen meinen, ah ja, wenn ich ein Bleach-Dentin nehme und ich mische dann eine Halstransfermasse rein, dann wird es wärmer und es wird transluzenter. Ja?
Und auf der linken Seite wurde diese Farbe dann anschließend kopiert mit so einem eLab-Rezept. Da wird der Kai später noch ein bisschen was darüber erzählen, wie die funktionieren, wie man die macht. Ja. Das heißt, hier wurde also Dentin 1 genommen, weil das errechnet wurde. Und da wurden gewisse Mengen von roter und von gelber Malfarbe beigemengt. Also zwei krass unterschiedliche Arten und Weisen, so eine Absorption zu erzielen. Aber das Resultat ist fast das gleiche. Der Farbunterschied zwischen beiden ist sehr, sehr gering. Und wie man sehen kann, ist die Transmission auch fast identisch. Ja. Also wenn immer ich die Farbe von Dentalkeramik erhöhe, sage ich jetzt mal, wenn ich aus einem Bleach-Dentin einen Dentin A3,5 mache, dann geht das fundamental nur durch die Erhöhung der Absorption. Und wenn ich die Absorption erhöhe, wenn ich die Farbe mehr mache, dann wird es automatisch auch opaker und nicht transluzenter. Und es ist interessanterweise auch so, dass wir gleiche Indizien finden bei natürlichen Zähnen. Wir würden oftmals meinen, dass natürliche Zähne, die dunkel sind, mehr Transluzenz und mehr Tiefe haben. Wenn man das aber genauer analysiert und dieses Dentin radiometrisch vermisst, dann stellt man fest, dass das nicht so ist. Das sind interessante Dinge, die sich daraus ergeben. Und dann das vierte Parameter, das letzte Parameter, was notwendig ist, um eben diese optischen Eigenschaften von diesen Materialien komplett zu beschreiben, das ist die sogenannte Streufunktion. Und da gibt es in den letzten 10 Jahren ein neues Forschungsgebiet, das ist die sogenannte Biophotonik. Und die Biophotonik hat da sehr viele interessante Ergebnisse hervorgebracht zu diesem Thema. Wobei es in der Biophotonik geht, ist, dass man vor allen Dingen in medizinischen Diagnostikverfahren über komplett non-invasive Bestrahlung, also einfach nur mit Beleuchtung von Lichtquellen, von normalem Licht und von ein bisschen Infrarot zum Beispiel, Hautkrebszellen aufspüren kann. Und zwar mit einer sehr hohen Genauigkeit. Und wie gesagt, sehr schnell und nicht invasiv. Das ist so der Zweck. Und die machen das im Prinzip. Das heißt, da werden diagnostische Verfahren durchgeführt, alleine anhand der optischen Streueigenschaften von biologischem Gewebe oder Tabletten und alles Mögliche. Fett zum Beispiel. Man kann durch solche Verfahren bestimmen, wie hoch der Fettanteil in Butter ist und wie hoch der Wasseranteil in Butter ist. Sehr, sehr, sehr schnell und sehr, sehr akkurat. Also die haben sich mit diesem Thema extrem tief auseinandergesetzt. Und der führende Forscher in diesem Bereich, das ist der Professor Alvin Kienle hier, der ist vom ILM in Ulm, das ist also die gehören zum Fraunhofer-Institut dazu. Und das ist wirklich einer der absolut führenden Forscher in der Welt in diesem Bereich, der da auch einige Studien veröffentlicht hat. Und auch zum Thema Dentin und auch zum Thema zum natürlichen Schmelz. Das Problem bei der ganzen Sache ist, dass diese Studien nicht in dentalen Journals veröffentlicht wurden, sondern die wurden in physikalischen anderen höher angesiedelten, sage ich mal, wissenschaftlich höher angesiedelten Journalen veröffentlicht. Und deswegen wissen relativ wenig Leute davon. Der natürliche Zahn hat sogenannte photonische Eigenschaften. Ja, also hat sehr dynamische photonische Eigenschaften. Also das, was eben in den 80er und 90er Jahren oftmals als Lichtdynamik beschrieben wurde. Was wir zum Beispiel in Dentin finden, das sind ja Dentinkanälchen. Ja, diese Dentinkanälchen, das sind so spaghettiartige Konstruktionen, die mit Wasser oder Plasma meistens gefüllt sind. Und die variierende Orientierungen haben im natürlichen Zahn, je nach ihrer Region, je nachdem, wo sie sind. Also die Orientierung der Dentinkanälchen ist zum Beispiel im zervikalen Bereich, andere wie zum Beispiel im okklusalen oder inzisalen Bereich. Ja. Und was die in der photonischen Forschung eben hervorgebracht haben, ist, dass diese Dentinkanälchen eben optische Leitfähigkeiten haben. Die sind so ähnlich wie eine fiberoptische Faser. Das heißt, das Licht wird entlang dieser Dentinkanälchen weitergeleitet. Und dadurch kann der Zahn halt eben interessante Dinge machen. Das heißt, da sind jetzt so zwei waagerechte Linien eingezeichnet hier. Ja. Und wenn man sich vorstellt, man sägt da so eine Scheibe raus, man sägt in den Zahn mit so einer Säge horizontal rein und man nimmt da so eine Scheibe. Und dies würde dann so aussehen, hier haben wir das mal gemacht. Und je dicker diese Scheibe, desto besser, desto mehr Verzerrung bekommt man. Und wenn man diese Scheibe von Dentin zum Beispiel auf so einen Text drauflegt, dann kann man sehen, wie der Text da verzerrt wird. Und es liegt ganz einfach daran, dass da Dentinkanälchen drin sind, die variierende Orientierungen haben und das Licht wird entlang dieser Dentinkanälchen transportiert. Und Lichttransport ist ein ganz großes Wort, da werde ich jetzt mehrmals drauf zurückkommen. Es geht um Lichttransport. Okay? Was zum Beispiel eben auch interessant ist, aufgrund dieses Lichttransports und dieser Dentinkanälchen kann der Zahn halt eben sehr interessante Dinge machen, wie man das hier sehen kann. Also hier wurde so ein Quader von Dentin aus einem Zahn rausgesägt mit so einer Säge und er wird von oben beleuchtet mit so einem Helium-Neon-Laser. Und wie man paradoxerweise sehen kann, sieht man hier zwei Punkte, man sieht zwei rote Punkte. Man sieht den Punkt, wo der Laser in das Dentin eintritt und man sieht einen zweiten Punkt, wo der Laserstrahl rauskommt, also fast im 90-Grad-Winkel. Das heißt, das Laserlicht wird hier krass umgeleitet und es liegt
an diesen Dentinkanälchen, die da drin sind und der Orientierung, die sie haben. Und es sind also diffuse Flecken, vielleicht noch als kurze Erinnerung den Slide, den ich vorhin gezeigt habe. Es sind diffuse, es ist ein diffuser Fleck, es ist kein scharfer kleiner Punkt, sondern es ist ein diffuser Punkt. Es gibt eine Idee davon, wie groß diese Strukturen sein müssen, die dafür verantwortlich sind, relativ groß. Und das ist auch so. Im natürlichen Dentin sind die Dentinkanälchen die größten Streueinheiten. Die sind überwiegend für die Streuung zuständig. Und das sind also keine reinen akademischen Belange oder irgendwas, sondern das sind wirklich reelle, wirkliche Effekte, die man messen kann, die man auch mit dem bloßen Auge erkennen kann, wie man das hier zum Beispiel, ich denke, ganz schön sieht. Hier wurde so ein vertikaler Zahnschliff genommen, der hat so eine Stärke von, keine Ahnung, 0,5 Millimetern. Der wurde also rausgesägt und dann mit so einer Maschine runterpoliert und der liegt in so einer Petrischale drin, die mit Wasser gefüllt ist, damit der Zahn nicht austrocknet. Und dann ist da an der Seite eine diskrete Lichtquelle angebracht. Das heißt, der Zahn wird quasi von einer Seite beleuchtet und er dreht sich dabei. Und wie man sehen kann, verändert er seine Farbe. Und zwar in Abhängigkeit der Rotation, relativ zur Beleuchtungsquelle. Und das liegt an diesen Dentinkanälchen. Man muss sich quasi vorstellen, dass dieser Lichtstrahl, oder genau genommen die elektromagnetische Welle, so ist es eigentlich genau richtig, dieser Lichtstrahl, der trifft auf diese Dentinkanälchen und zwar entweder in einer Orientierung, die senkrecht zu den Dentinkanälchen ist und dann entsteht so eine Streuung, das kann man jetzt gleich sehen, jetzt wird es hell, jetzt zum Beispiel, oder dieser Lichtstrahl trifft auf die Dentinkanälchen in einer parallelen Orientierung, dann wird das Licht weitergeleitet und dann ist es eine dunklere Zone. Und man kann eben hier sehr schön sehen, dass es eben so eine Wandelwirkung ist, dass es so eine Wechselwirkung ist. Der Zahn hat keine statische Farbe, er hat keine statische Erscheinung. Sondern in Wirklichkeit ist es eben so, dass diese elektromagnetische Welle, die auf diesen Zahn trifft und vor allen Dingen auf das Dentin trifft, Feldvariationen trifft. Ja? Und diese Feldvariationen, die sind direktional abhängig. Die hängen von der Orientierung ab. Und somit sind sie anisotrop. Das ist das, was Anisotropie bedeutet. Anisotropie bedeutet, dass die optischen Eigenschaften und übrigens auch die mechanischen Eigenschaften richtungsabhängig sind. Sie sind abhängig davon, aus welcher Richtung die Kraft angewandt wird oder aus welcher Richtung der Lichtstrahl drauf trifft. Das Gegenteil davon ist isotrop. Bei isotropen Stoffen ist das nicht so. Da spielt das keine so großartige Rolle. Wenn man hier auf dieses Video guckt, dann kann man auch sehen, dass man zum Beispiel im Schmelz viel weniger von so einer Wirkung erkennen kann. Beim Schmelz passiert da wahnsinnig wenig. Und das ist auch so, weil der Schmelz tendenziell eher isotrope Eigenschaften hat. Und es hat damit zu tun, dass die Streueinheiten im Schmelz, das Hydroxylapatit, das sind ganz, ganz, ganz kleine Kristallite. Und die sind viel kleiner wie die sichtbaren Wellenlängen des Lichtes. Und deswegen sind sie eher isotrop. Hingegen beim Dentin, das sind diese schlangenförmigen, relativ großen Strukturen, also die kann man auch schwärzen mit dem bloßen Auge sehen, die verursachen eben diese anisotrope Streuung. Und wie quantifiziert man das? Also das nennt man diese Streufunktion, nennt man das. Im Englischen nennt man das Phase Function. Ich habe jetzt mal irgendwie diesen Slide hier zusammengebaut und Back to the Future, weil ich fand irgendwie Phase Function, das klingt so futuristisch, das klingt irgendwie so ziemlich aus einem Hollywood-Film. Aber die nennen das tatsächlich so, dass die Streufunktion wird auch als Phase Function bezeichnet. Und es funktioniert im Prinzip so. Man muss sich vorstellen, dass man jetzt so ein streuendes Objekt hat. Es könnte zum Beispiel ein Querschnitt von so einem Dentinkanälchen sein, zum Beispiel. Oder es könnte auch einfach nur ein rundes Objekt sein, was in dem Glas eingelagert ist, was eine gewisse Größe hat. Und jetzt kommt eben von einer Seite kommt so ein Lichtstrahl, der trifft auf dieses Objekt drauf. Und eine gewisse Menge von diesem Licht wird nach vorne gestreut, also in dieselbe Richtung, aus der die Propagationsrichtung von dem Lichtstrahl. Und eine gewisse Menge wird rückwärts gestreut. Und wenn dieses Verhältnis zwischen vorwärts und rückwärts gestreutem Licht in etwa gleich ist, dann reden wir von einer isotropen Streuung. Und das ist so ziemlich das, was wir im natürlichen Schmelz beobachten können. Das können wir auch in Keramiken beobachten, auch in Zirkondioxiden, auch in vielen Kompositmassen. Liegt tendenziell eher eine isotrope Streuung da. In der Wirklichkeit ist es nie so, dass die Menge von vorwärts gestreutem Licht und rückwärts gestreutem Licht identisch ist. Das ist so gut wie unmöglich. So etwas müsste man künstlich herstellen. In der Regel gibt es immer ein gewisses Ungleichgewicht. Ja? Und auf der anderen Seite, wenn wir uns dieses Beispiel nochmal vorstellen, das heißt, wir haben jetzt wieder einen Lichtstrahl, der von einer Seite kommt und jetzt wird auf einmal die Menge von vorwärts gestreutem Licht ist viel, viel, viel größer wie die Menge von rückwärts gestreutem Licht. Ja? Und das ist dann die sogenannte anisotrope Streuung. Und das ist das, was wir eben im Dentin finden. Und da kann man auch sehen, dass jetzt diese vorwärts gerichteten Pfeile,
die ergeben dann so Loben, ja, und es gibt auch kompliziertere Streuungen, wo man so Loben hat, die nach oben und die nach unten gehen und so. Aber das ist so ein klassisches Beispiel für anisotrope Streuung. Und diese anisotrope Streuung hat in den allermeisten Fällen ihren Ursprung in Partikeln, die größer sind wie die Wellenlänge des sichtbaren Lichtes. Also sie müssen größer sein wie 5, 6, 700 Nanometer. Und wenn das große Partikel sind, dann redet man hier von der sogenannten Mie-Streuung. Da gibt es die sogenannte Mie-Theorie, die recht komplex ist, die das beschreibt. Wie quantifiziert man das? Wie misst man das? Ich habe Ihnen mal ein Video aus der Forschung mitgebracht. Also hier ist so ein ganz, ganz dünner Zahnschliff. Das geht nicht mit dicken Zahnschliffen, das ist auch interessant. Mit dicken Zahnschliffen würde man da relativ wenig Spektakuläres messen, sondern bei so einer Forschung ist die große Herausforderung, diese Schliffe dünn zu machen. So wie dieser Schliff, den ich da gezeigt habe, der sich da in dem Wasser rotiert. Die müssen dünn sein, damit man so ein eindeutiges Streumuster bekommt. Und dann ist das quasi dieses rötliche Objekt da in der Mitte, das ist dieser Zahn. Und der wird also mit einem Laserstrahl, mit so einem Helium-Neon-Laserstrahl wird der beleuchtet. Und dann wird gemessen, wie viel Licht da durchgeht und wie viel Licht zurückgeworfen wird. Und es wird ja auch projiziert auf so eine Scheibe. Und dieses Muster, was man da gerade sehen konnte, das ist sogenannte Fraunhofer-Diffraktion. Das ist ein spezielles Muster, was entsteht. Dieses jetzt hier, das Muster da, das nennt man Fraunhofer-Diffraktion. Das sind also spezielle Muster, die entstehen, wenn die Streuung aus gewissen Streuern hervorgeht, die eine gewisse Größe haben. Ja. Und wenn man das jetzt zum Beispiel vergleicht, also hier ist jetzt ein Stück Keramik, Dentalkeramik, und wie man sehen kann, passiert da relativ wenig Spektakuläres. Ja. Also diese Menge von vorwärts- und rückwärts gestreutem Licht ist mal mehr und mal weniger, aber da entstehen jetzt keine besonderen Muster oder irgendwas, ja, weil es einfach ein künstliches Material ist, das ist halt eben viel einfacher aufgebaut. Und dann, was man dann eben machen kann, ist, man kann diese Intensitäten, die man da rechts sehen kann im Graph, das ist so eine Intensität, wenig oder viel, die kann man dann, wie gesagt, plotten und kann sie dann vergleichen. Das heißt, hier sind die Intensitäten geplottet nach Winkel, also nach Winkel von 0 bis 145 Grad. Und dann kann man eben auch die Unterschiede in der Streufunktion sehen. Also im menschlichen Dentin ist halt diese gestrichelte Linie da. Und bei dem Dentin 1 von dieser Keramik ist es halt hat die Linie halt eben eine andere Form. Vor allen Dingen diese Menge von vorwärts gestreutem Licht ist irgendwie anders. Was man auch erkennen kann hier, das ist diese komische gewellte Form, die diese Kurve hat für das Dentin 1, ist so eine wellige Form. Und das trainierte Auge erkennt relativ schnell, was der Ursprung dafür ist. Wenn man solche gewellten Formen sieht, so eine gewellte Struktur sieht, dann hat die ihren Ursprung in Streueinheiten, die recht groß sind, also deutlich größer wie das sichtbare Licht, deutlich größer wie 800 Nanometer. Und das sind tatsächlich in der Dentalkeramik Lufteinschlüsse. Das heißt, wenn man die Keramik im Ofen brennt, auch wenn man das unter Vakuum macht, ist das nie ein komplettes Vakuum. Da sind immer noch kleine Lufteinschlüsse drin. Und das sind also ganz, ganz winzige Luftblasen drin. Ja? Und die sind rund und die haben einen anderen Brechungsindex wie das Glas, was drumherum ist. Und dabei entsteht so ein Muster. Man kann das auch experimentell nachweisen, wenn man das mit Styroporkugeln macht zum Beispiel. Da sieht man ein ähnliches wellenförmiges Muster. Das ist ganz interessant. Aber hier kann man mal so einen visuellen Eindruck davon erhalten, wie unterschiedlich die Streufunktionen jetzt zum Beispiel von natürlichen Dentin sind im Vergleich zu einem künstlichen Material wie einer Dentinkeramik. Ja. Und diese Streufunktion, also hier zum Beispiel wird das untersucht, also anhand von so einem ganzen Dentin-Segment von einem oberen Einser rausgesägt. Das ist in so einer Küvette drin. Und die Küvette ist mit Wasser befüllt, damit dieser Zahn nicht austrocknet. Und links wird mit einer fiberoptischen Faser mit einem weißer Lichtpunkt auf diesen Zahn gesetzt und dann wird der rotiert und rechts wird quasi die variierende Intensität gemessen. Ja, da kann man das erkennen. Und das, da kann man eben schön sehen, dass zum Beispiel hier die Menge von vorwärts gestreutem Licht schon deutlich größer ist wie die Menge von rückwärts gestreutem Licht zum Beispiel. Ja. Wenn man diese Informationen hat, wenn man diese vier Parameter genau bestimmen kann, den Brechungsindex von dem Objekt, die Streufunktion, die Absorptionfunktion, also Absorption und Streuung sind ja das, was dem Objekt eigentlich seine Farbe verleiht. Und die Streufunktion, diese anisotrope Streufunktion, wenn ich diese vier Parameter kenne, dann kann man die optischen Eigenschaften für dieses Material komplett berechnen. Und das macht man anhand der sogenannten, jetzt nicht erschrecken, der sogenannten Strahlungstransportgleichung. Das heißt, es ist eine Gleichung, die sieht
so aus und die ist auch genauso kompliziert, wie sie da aussieht. Das heißt, hier wird der Strahlungstransport, Strahlung, weil Licht ist eine elektromagnetische Welle, ist eine Strahlung, ja, hier wird der Transport dieser Strahlung durch so ein diffus streuendes Material relativ genau berechnet. Und was kann man damit machen, wenn ich diese vier Parameter genau bestimmt habe? Also ich kenne jetzt diese vier Parameter sehr, sehr genau. Ich kann sie dann somit in diese Strahlungstransportgleichung eingeben und dadurch kann ich ihre optische Eigenschaft komplett simulieren, komplett berechnen. Hier haben die das am ILM gemacht. Hier wurde denen von einem Hersteller ein Kunststoffzahn, also so ein Kunststoffprothesenzahn geschickt, sowie die einzelnen Bestandteile, die einzelnen, sind, glaube ich, ein vierschichtiger Zahn, die einzelnen Materialien, aus denen dieser Zahn besteht. Und dann haben die einzelnen Materialien vermessen nach diesen vier Parametern. Die haben den Zahn einmal durchgesägt, um zu gucken, wie ist ungefähr die Volumenverteilung von jeder dieser Schichten. Und dann haben die das in ihr Simulationsprogramm eingegeben. Und dann haben sie diese Simulation hier erstellt. Und man kann jetzt, hier könnte man theoretisch alles machen. Man könnte den Zahn rotieren, man kann ihn von unten, von oben oder von der Seite beleuchten, alles, was ihr wollt. Und es würde eine genaue Simulation von dem darstellen, wie dieser Zahn aussehen würde unter den verschiedenen Lichtbedingungen. Das bedeutet Folgendes. Wenn zwei diffus streuende Objekte, zum Beispiel ein natürlicher Zahn, ich sage mal natürliches Dentin und zum Beispiel ein Dentinkeramik, wenn die in diesen vier Parametern, Brechungsindex, Streuungskoeffizient, Absorptionskoeffizient und Streufunktion, ähnlich oder gleich sind, dann werden sie unter allen Lichtbedingungen ähnlich oder gleich aussehen. Und wenn sie sich in diesen Parametern in irgendeiner Weise mehr oder weniger stark unterscheiden, dann werden sie sich auch mehr oder weniger stark unterscheiden unter variierenden Lichtverhältnissen. Das ist das, was man im Prinzip, das ist die Antwort auf diese Thematik, die man in den 80er Jahren aufgeworfen hat, Lichtdynamik, ja, das ist es wissenschaftlich beantwortet, wie sich das zusammensetzt. Man muss diese vier Kenngrößen sehr genau kennen und wenn man diese vier Kenngrößen kennt, dann kann man das komplett berechnen. Man kann es komplett simulieren, man kann es identifizieren. Das ist der Grund, warum zum Beispiel eine Krebszelle, eine Melanoma-Krebszelle in der Haut eine andere Streufunktion, eine andere Streuung aufweist, wie das zum Beispiel eine gesunde Zelle tut. Und dadurch kann man sie identifizieren. Das ist die eigentliche Idee dahinter. Es geht natürlich nicht um Zähne in dieser Forschung, das ist mehr so eine Nebenangelegenheit. Aber sie hat halt für uns eben viele Fragen beantwortet. Und der Grund eben, warum das halt so interessant ist zu erwähnen, das sind keine akademischen Belange, sondern das sind wirklich Dinge, die man im Alltag beobachten kann. Hier hat man so ein Modell, eins von unseren Simulationsmodellen, das sind natürliche extrahierte Zähne bis auf eine einzelne Krone. Und man kann eben sehen, dass der Strahlungstransport in dieser Krone sowie in den Zähnen eben winkelabhängig ist. Er ist abhängig von der Beleuchtung. Und in manchen Situationen, also wenn das Modell jetzt zum Beispiel so ist und die Beleuchtung kommt jetzt hier von oben, kann man nicht so einfach erkennen, was jetzt da die Krone ist. Man kann es nicht so einfach erkennen. Aber wenn man es rotiert, wenn man also hier einen Parameter verändert, dann kann man auf einmal sehr schnell erkennen, was die Krone ist und was die natürlichen Zähne sind. Und es liegt fundamental daran, dass der Strahlungstransport in natürlichen Zahnhartsubstanzen eben anders ist, wie er in Restaurationen ist. Und das ist ein Problem, je mehr Volumen von Restaurationsmaterial man benötigt, im schlimmsten Fall eine Implantatkrone, ja, oder im besten Fall so ein minimalinvasiv verklebtes, keine Ahnung, Keramikchippelchen oder irgend sowas, weil da ist die Streufunktion des natürlichen Dentins und des natürlichen Zahns zum größten Teil noch erhalten. Und deswegen hat man da eben auch keine Probleme mit Metamarie oder irgendwas, deswegen sehen die auch immer alle unter allen Lichtverhältnissen meistens genial aus. Und ja, je mehr Zahnvolumen verloren gegangen ist und man muss das ersetzen durch ein künstliches Material, je mehr wird man eben diese Unterschiede in der Streufunktion und vor allen Dingen also in diesem Strahlungstransport halt eben visuell auch erkennen. Von diesen vier Parametern kann man sagen, dass vermutlich das erste, der Brechungsindex, eine relativ untergeordnete Rolle spielt, weil da wird eigentlich nur bestimmt, wie viel Licht in den Zahn reingeht, also wie viel quasi sofort zurückgeworfen wird. Und meistens sind diese Krone ja auch irgendwie mit ein bisschen Speichel benetzt und so weiter. Man geht davon aus, dass der Brechungsindex nicht so ein großartiges Thema ist. Die Absorption und die Streuung, das ist etwas, was wir gezielt beeinflussen können. Zum Beispiel mit dem eLab-System. Das können wir gezielt beeinflussen. Ja? Aber was wir halt nicht beeinflussen können, das ist eben diese Streufunktion. Die Art und Weise, wie viel Licht vorwärts und rückwärts gestreut wird in Winkelabhängigkeit, ist etwas, was wir im Material nicht beeinflussen können. Es ist so, wie es aus der Dose rauskommt. Darauf haben wir leider keinen Einfluss. Und das stellt eben auch die Limitation jedes Systems dar.
Das heißt, die Antwort ist nicht so einfach, wie zu sagen, die kopieren die Farbe. Das würde aufgehen, wenn diese Objekte komplett opak wären. Sondern es geht eben auch darum, diese Streufunktion, diese dynamischen optischen Eigenschaften ebenfalls zu kopieren. Das ist eben wichtig, darauf hinzuweisen. Ja, wie geht man eben damit um? Wie managen wir heute Farbe in der Zahnmedizin? Also wenn man ein Textbuch aufmacht, selbst die modernsten, selbst die, die dieses Jahr oder letztes Jahr veröffentlicht wurden, findet man immer irgendwie sowas. Das ist also tatsächlich der Standard der Farbkommunikation in der Zahnmedizin seit 1956. Das ist ein bisschen so, wie wenn man zum Friseur geht und sich das Strähnchen aussucht. Da hat er auch so eine Tafel, da sind verschiedene Strähnchen drauf. So, dieser Ansatz ist es eigentlich. Also das, was man da sehen kann, diese Kombination aus visueller Farbnahme mit Farbringen, unterstützt von Dentalfotografie oder auch ohne, mit oder ohne Spektrometer, das ist eigentlich bis heute ja der Weltstandard. Das ist eigentlich relativ enttäuschend, weil es wirklich ein sehr, sehr veraltetes, auch recht primitives System ist, muss man wirklich sagen, was sehr wenig Vorhersehbarkeit liefert in den allermeisten Fällen. 1999 hat Nikon damals so ein neues Zeitalter eingeläutet. Das sind die ersten gewesen, die so eine Prosumer-Digitalkamera auf den Markt geworfen haben. Das war die D1X. Die hat damals um die 10.000 US-Dollar gekostet. Heute kann man die auf eBay kaufen für 100 Euro oder sowas. Aber das ist die erste richtige, ordentliche digitale Spiegelreflexkamera gewesen. Und als bald diese Technologie verfügbar war, hat sich die Wissenschaft eben damit auseinandergesetzt, ziemlich parallel zu dem Thema. Im Jahr 2000 kamen auch die ersten Farbmessgeräte auf den Markt, also Spektrometer oder Chromameter und Kolorimeter und so weiter. 2004 hat man sich auf wissenschaftlicher Ebene mit der Frage auseinandergesetzt, ob man kolorimetrisch Farbe messen kann anhand einer Digitalkamera, ob das funktioniert. Das wurde also in anderen Forschungsbereichen gemacht, also richtig in der Farbforschung. Das hier ist eines der Standardwerke, das ist von dem Roy Hunt. Das war so ein Koryphäe gewesen in der Farbwissenschaft. Er ist also hochbetagt im Alter von ein paar 90 Jahren, gestorben vor 10 Jahren. Der Mann war so berühmt, der hatte sogar seinen eigenen Farbraum, der Hunt-Farbraum. Also eine Koryphäe da im Bereich der Farbwissenschaften, Physiker, wie ich meine. Und das ist so ein Standardwerk, also Measuring Color, Farbe messen. Also nicht in der Zahnmedizin, sondern generell Farbe messen. Und die haben damals 2004 schon ein ganzes Kapitel gewidmet der Frage, ob man Farben messen kann mit einer Digitalkamera. Und sie haben festgestellt, ja, dass das geht und dass es sogar auch eine gute Idee ist, Farbe mit einer Digitalkamera zu messen, besonders bei Objekten, die eine komplizierte Streuung aufweisen oder komplizierte Muster haben zum Beispiel. Das ist ziemlich genau das, was auf Zähne zutrifft, weil normalerweise in der Spektroskopie, wenn man dort Dinge mit einem Spektrometer misst, dann geht man davon aus, dass das flache Objekte sind. Und wenn die zum Beispiel diffus streuen, wenn das leicht transluzente Objekte sind, dann ist das schon so die Königsdisziplin der Spektroskopie. Idealerweise sollten das Materialien sein, die flach sind und die komplett opak sind. Und dann haben wir uns halt eben überlegt, 2013, dass wir das anders machen wollten, dass wir bereits zum Teil noch existierende Protokolle neu arrangieren wollten und der ganzen Sache eine neue Bedeutung geben und komplementieren auch und haben also dieses eLab-System entwickelt. Und das ist eigentlich das, was wir damit machen wollten. Also wir wollten Farbe quantifizieren, nicht mehr anhand von A1 oder A2 oder A3 oder irgend sowas, sondern wir wollten das messen, wir wollten das ausdrücken mit einem anderen, mit einem wissenschaftlichen Farbsystem und wir wollten in der Lage sein, eine hohe zuverlässige Vorhersehbarkeit zu erreichen, die man hier zum Beispiel im mittleren Bild anhand der digitalen Einprobe auch sehen konnte. Das waren so die ersten Restaurationen, die ich damit gemacht habe. Da war ich zum Teil noch in Australien gewesen, während den frühen Phasen, als wir das System entwickelt haben. Und dann 2016 ist es eigentlich in einzelnen Elementen schon mal veröffentlicht worden im International Journal of Aesthetic Dentistry. Da wurde noch untersucht, welche Wirkung diese Diffusoren, auch das Polareis, auf die Farbe haben und so weiter. Und dann im Jahr darauf, 2017, wurde das eLab-System oder Elaborate, wie wir es damals noch genannt haben, in seinem ersten Urzustand veröffentlicht. Ja, wir wollten Farbe nicht mehr kommunizieren im Sinne von A1 oder A2 oder irgend sowas, sondern wir wollten es kommunizieren anhand eines logisch nachvollziehbaren Systems. Und da haben wir uns des CLAB-Systems bedient. Dieses CLAB-System, das gibt es seit relativ langer Zeit, seit 1976. Das ist an sich ein etwas komplizierteres System. Wir haben hier eine vereinfachte Darstellung, die aber für uns relevant ist. Wir können mit dem LAB-System und dem CLAB-System jede Zahnfarbe unter der Sonne ausdrücken anhand von drei Koordinaten. Und zwar die erste ist eine Luminosity-Koordinate, also eine Helligkeit, die mit L ausgedrückt wird. Die beschreibt quasi, wie viel Helligkeit in so einer Zahnfarbe drin ist, von 0 bis 100.
Dann haben wir diese A-Achse. Die A-Achse beschreibt, wie viel Rot oder genau genommen, wie viel Magenta man in so einer Zahnfarbe drin hat, von 0 bis 100. Und die letzte ist die B-Achse. Und die B-Achse beschreibt, wie viel Gelb man in so einer Zahnfarbe drin hat, von 0 bis 100. Und das war jetzt dann für uns der neue Standard, zu sagen, okay, wir machen das nicht mehr mit A2 oder A3, sondern wir machen es anhand dieser drei Zahlen, die sich dann da resultieren. Ja. Das kann man eben hier sehen. Also hier ist so ein Beispiel für so eine Zahnfarbe, die man eben anhand von drei Werten ausdrückt. Und wenn man sich mit diesem System zum allerersten Mal auseinandersetzt, dann scheint es ein bisschen unintuitiv, weil wir sind so gewöhnt an dieses Vita-Farbsystem und so weiter, dass es am Anfang ein bisschen schwierig ist, das mit diesen drei Zahlen anzufangen. Aber wenn man diese drei Zahlen mal moduliert, dann würde die so aussehen. Also hier ist eine Helligkeit von 75%, ein Rotanteil von 6% und ein Gelbanteil von 15%. Und wenn man das zusammenbaut, wenn man das formuliert, wenn man es moduliert in dem Fall, dann würde das so aussehen. Also so würde so eine Zahnfarbe aussehen. Und diese Werte, die sind nicht irgendwie zufällig gewählt oder so, sondern da hat es eine tiefere Bewandtnis, da komme ich gleich drauf zu sprechen. Was man mit diesem LAB-System machen kann eben, was ziemlich cool ist, man kann damit auf eine objektive Art und Weise den farblichen Unterschied zwischen zwei Objekten berechnen. Ich messe quasi die LAB-Werte von einem Zahn und vergleiche sie mit den LAB-Werten von der Krone. Dann wird es mathematisch berechnet automatisch und dann kommt dabei ein Wert raus. Und wenn dieser Wert zwischen 0 und 0,8 liegt, dann geht man davon, dass also klinisch eine exzellente Übereinstimmung vorliegt. Wenn der Wert zwischen 0,8 und 1,8 ist, dann geht man von einer akzeptablen klinischen Übereinstimmung aus. Zwischen 1,8 und 3,6 geht man von einer moderat unakzeptablen Übereinstimmung raus. Und ich würde sagen, so alles, was größer wie 3,6 ist, ist definitiv problembehaftet. Und es gibt da verschiedene von diesen Skalen, aber das hier ist eine von Paravina et al., die wurde letztes Jahr veröffentlicht. Gerade Paravina ist ein Zahnarzt, ein Professor an der Universität in Houston in Texas. Das ist eine der führenden Autoritäten im Bereich der Farbwissenschaften. Und die haben so eine ziemlich groß angelegte Review-Studie gemacht und haben also diese numerischen Delta-E-Werte der klinischen Relevanz zugeordnet. Und daran haben wir uns in dem eLab-System auch orientiert. Der Grund, warum wir das eben nicht mehr mit Farbringen machen wollen, ist der sogenannte Abdeckungsfehler. Das kann man hier ganz schön erkennen. Also das hier ist eine statistische Auswertung anhand unserer Daten, unserer Database, die wir mit der eLab Prime Software gesammelt haben. Hier sind ungefähr um die 15.000 natürliche Zahnfarben dargestellt im dreidimensionalen LAB-Raum. Diese roten Punkte, die man da sehen kann, das sind die Farbkoordinaten des Vita Classical Farbrings. Da kann man also sehen, dass der ziemlich außerhalb von diesen natürlichen Zahnfarben liegt. Und diese grünen Punkte, die man da sehen kann, das sind die Farbkoordinaten des 3D Master Farbrings. Der ist deutlich besser, er hat eine deutlich uniformere Verteilung und eine logischere Verteilung wie der Vita Farbring. Liegt auch daran, dass er natürlich mehr Muster hat. Er hat 26 Muster, der Vita Classical Farbring hat ja nur 16 Muster. Aber man kann selbst bei diesem deutlich weiter fortgeschrittenen Farbring auch irgendwie erkennen, dass es da auch eine ganze Menge Lücke dazwischen gibt. Dass dieser natürliche Zahnfarbenraum, der hier übrigens in echten Zahnfarben geplottet ist, ja, dass der halt schon sehr, sehr, sehr groß ist. Und es ist extrem schwierig, den einzufangen mit so Farbplättchen. Also wenn es darum geht, Farbe genau zu bestimmen. Und hier ist mal zum Beispiel so eine Auswertung, das sind diese Delta-E-Werte, also für diese knapp 15.000 natürliche Zahnfarben wurden hier also die Delta-E-Werte dargestellt. Und alles, was quasi oberhalb von diesem roten Feld ist, das sind also Delta-E-Werte, die deutlich außerhalb der Akzeptanz liegen. Die sind deutlich, deutlich außerhalb der klinischen Akzeptanz liegen. Also das ist eine ziemlich krasse Limitation von diesem Farbring. Es gibt unglaublich viele Studien, die es immer wieder in einer oder anderen Form irgendwie gezeigt haben. Und auch, dass der 3D Master Farbring schon an sich theoretisch besser ist, aber eben auch nicht alle Probleme löst. Und dazu kommt noch ein zweites Problem und das ist irgendwie ein viel, viel größeres in unserer Industrie. Und das ist nämlich das Problem, dass es hier keinen einheitlichen Standard für Zahnfarben gibt. Jeder Hersteller hat eine komplett eigene Interpretation davon, was zum Beispiel ein A3 ist. In Deutschland ist das A3 die populärste Zahnfarbe. Die wird von Zahnärzten am meisten ausgewählt. Und es gibt eben dafür keinen ISO-Standard. Deswegen kann dann keiner sagen, was ein A3 genau sein soll oder was ein 1 sein soll. Genau genommen gibt es diese Vita Classical Farben eigentlich gar nicht, weil es dafür keinen ISO-Standard gibt. Das kann einem keiner sagen. Und weil einem das keiner sagen kann, hat eben jeder von diesen Herstellern eine komplett andere Interpretation davon, was jetzt genau ein A3 sein soll. Das hat auch ein bisschen was damit zu tun. Europäische Hersteller sind tendenziell eher beieinander, was diese Farben betrifft. Bei asiatischen Herstellern, amerikanischen Herstellern kann es zum Beispiel krass auseinanderklaffen. Dazu kommt zum Beispiel auch noch, hier vergleichen wir zum Beispiel jetzt mal drei europäische Hersteller, die aus einer ähnlichen Region kommen. Und was man hier ganz gut erkennen kann, ist, dass die bei ihren hellen Farben, A1, A2 und so weiter, eigentlich gar nicht so großartig anders ausschauen. Aber diese Diskrepanz, die wird immer größer, je dunkler die Zahnfarbe wird.
weil es dafür keinen einheitlichen Industriestandard gibt. Also das ist schon ein ziemlich massives Problem. Also deswegen haben wir gesagt, wir machen das nicht mehr mit Vita-Farbringen oder mit dem Vita-Farbsystem, obwohl es ja nicht der Zahnmedizin sehr lange Zeit sehr, sehr gute Dienste gebracht hat, ja, sondern wir machen das eben anhand der LAB-Werte. Und dann ist die Frage, okay, wo bekommen wir diese LAB-Werte her? Die LAB-Werte bekommen wir heute aus einer Digitalkamera. Vielleicht wird der Kai auch ein bisschen noch auf diese Fotografie eingehen. Er wird erklären, was man dafür braucht, nämlich so eine Spiegelreflexkamera. Man braucht dafür ein makrofähiges Objektiv, einen makrofähigen Blitz und so viel das passende Polareis dafür. Meine Empfehlung zu Beginn ist immer, dass man das mal mit einem Ringblitz macht, wenn man wenig versiert ist in der Dentalfotografie, weil man einfach beim Ringblitz tendenziell weniger verkehrt machen kann. Bei den Lateralblitzen kann man schon ein bisschen mehr verkehrt machen. Da kommt es darauf an, wie die rotiert sind und so weiter. Dafür braucht man auch eine Graukarte, die man von uns beziehen kann, die zu dem System dazugehört. Und dann gibt es eben ein fotografisches Protokoll zu dem Thema. Und dieses fotografische Protokoll, das kann man auch auf unserer Internetseite runterladen, die heißt www.elabprime.com. Und wenn man das fotografische Protokoll macht, und das ist eben was man den Zahnärzten noch irgendwie kommunizieren muss, weil die das halt meistens irgendwie gerne falsch machen, man sollte als allererstes eben darauf achten, dass die Zähne nicht ausgetrocknet sind. Also die Dehydration ist etwas, was wirklich ein krasses Problem darstellt. Die trifft normalerweise, also 3 Minuten ist nicht mehr ganz richtig. Also wir gehen mittlerweile davon aus, dass die bereits nach 2 Minuten eintrifft. Also wenn die Zähne 2 Minuten lang an der Luft ausgesetzt sind, trifft die ein. Und da muss man eben aufpassen, dass man dieses Shade-Foto ganz am Anfang macht. Also nicht, wenn die gerade nichts Besseres zu tun haben, wenn sie quasi den Faden gelegt haben. Nicht dann, weil dann ist der Zahn ausgetrocknet, sondern ziemlich genau zum Anfang. Dann sollte man die Kamera immer so einstellen, dass die Belichtungszeit auf 125 einer Sekunde ist und die Blende sollte 22 sein. Und die ISO liegt irgendwo zwischen 100 und 300 und die beste Art und Weise, das rauszufinden, ist, indem man so ein paar Musterbilder macht, mit ISO 100 angefangen bis ISO 300 hoch und dann lädt man die in die Prime rein, dann kann man oben gucken, dann ist so ein Belichtungsregler, der einem sagt, bei welcher ISO der Wert genau in der Mitte ist, also welcher ISO der genau korrekt belichtet ist. Es ist immer eine gute Idee, Wangenhalter zu benutzen. Wenn man Wangenhalter benutzt, sollte man die nach hinten und nach oben ziehen. Was auch wichtig ist, das habe ich noch vergessen zu erwähnen, wenn man mit dem Polareis fotografiert, muss man immer das TTL ausmachen, sonst ist das Bild zu dunkel. TTL immer ausmachen und immer im manuellen Modus fotografieren mit maximaler Blitzintensität. Dann sollte man eben darauf achten, dass die optische Achse von der Kamera so einigermaßen parallel ist zur Achse der Graukarte im Mund. Und wichtig auch, nicht von zu weit weg fotografieren, das ist auch sehr wichtig. Häufig werden Fotos, Dentalfotos von einer viel zu großen Distanz, von einem viel zu großen Abstand gemacht. Dafür kann man diesen Trick machen mit der magischen Hand. Man legt das Objektiv hier drauf, man bewegt sich nach vorne, bis die Fingerspitzen des Kindespatienten berühren. Und dann stellt man scharf. Man soll also hier ein Foto machen, was so etwa von 3 auf 3 oder von 4 auf 4 reicht. Und auch darauf achten, dass die Graukarte in der Mitte des Bildes ist. Nicht irgendwo ganz unten oder ganz oben, sondern in der Mitte des Bildes. Sollte die Graukarte sein. Und dann ist es auch nicht schlecht, wenn man nochmal ein reflektiertes Bild macht, also ohne Polareis. Und da kann man entweder den Blitz runterdrehen auf 1/4 oder 1/8, je nachdem, was man für ein Blitzgerät hat. Oder hier kann man auch das TTL anschalten. Das geht auch für das nicht polarisierte Bild. Und wenn man es nicht polarisiert, empfiehlt es sich natürlich, das mit so einer Lateralschiene irgendwie zu machen, weil man einfach eine indirekte Ausleuchtung bekommt. Und dieses Bild, man könnte hier auch Farben messen, aber dieses Bild hat eigentlich den primären Vorteil, dass man hier die Textur und die Oberfläche eben auch erkennen kann. Nochmal der Hinweis, Wangenhalter zu benutzen ist immer eine gute Idee. Und wenn man die verwendet, dann soll man sie nach hinten und nach oben ziehen, also nicht so nach vorne. Und vor allen Dingen dem Patienten sagen, er soll in eine Schneidekante-zu-Schneidekante-Position gehen, nicht im Schlussbiss. Und der Grund ist ganz einfach der, wenn man im Schlussbiss ist, dann blockieren ja quasi die unteren Frontzähne die palatinale Fläche der oberen Frontzähne. Das heißt, ich kann die Transluzenz nicht bestimmen. Aber wenn ich in eine Schneidekante-zu-Schneidekante-Position gehe, dann fotografiere ich das inzisale Drittel gegen das Schwarze der Mundhöhle. Und dann kann ich auch die inzisale Transluzenz messen. Über den Workflow wird der Kai noch ein bisschen mehr sagen. Da gibt es eben diese eLab Prime Software dafür. Da gibt es das ein 2.0 Update. Und er wird darüber reden, was die so alles besser kann oder was die anders macht im Vergleich zur vorherigen Software. Und er wird also genauer darauf eingehen. Er wird auch erwähnen, was man für diese Mischungsrezepte benötigt. Wir benutzen trichromatische Mischungsrezepte anhand von nur 3 Keramikmalfarben. Das E21 von der Evocolor-Malfarbe ist ein Rot, E22 ist Gelb und E17 ist Grau. Und dafür, auch darauf basieren die Mischungsrezepte.
Und sie basieren auch auf standard eingefärbten Dentinmassen. Also je nachdem, was man da für eine Lieblingskeramik hat, berechnet die Prime im Mischungsrezept anhand dieser drei Malfarben, die man in jede von diesen Keramiken reinmischen kann. Die hat keine negativen Auswirkungen auf die Brandtemperatur oder auf den DRK. Man kann es in jede dieser Keramiken reinmischen, und um ein patientenpersönliches Mischungsrezept zu erzielen. Und das heißt, die Idee dahinter ist eigentlich, dass man nicht seine Schichttechnik ändert, ja, sondern dass man einfach diesen Prozess nicht mehr hat, eine Flasche aufzumachen, auf der A2 draufsteht, die nichts mit nichts zu tun hat, sondern dass man eine Dentinfarbe kreiert, die patientenspezifisch ist. Und alles andere sollte man so machen, wie man es vorher auch gemacht hat. Also die gleiche Schichttechnik, die sollte man sich nicht ändern. Es gibt auch kein Material, mit dem das besser geht oder irgendwas. Man muss dieses Protokoll mit seiner Erfahrung kombinieren. Man kann damit auch keinen erfahrenen, talentierten Zahntechniker ersetzen. Das geht auch nicht. Das ILAS-System ist nur eine Hilfe. Also eine Hilfe, um auch in einer kontrollierten Art und Weise zu besseren Ergebnissen zu bekommen und vor allen Dingen eben auch über die Distanz. Wenn man nicht in der Lage ist, den Patienten zu sehen, dann geht es mit dem ILAS-System eben auch ziemlich, ziemlich gut. Aber man muss sich da reinarbeiten. Es ist nicht komplett selbsterklärend. Wir haben da, wie gesagt, eine neue Webseite auch, die das erklärt, diese elabprime.com. Wir haben auch die größte Community für Color Matching in der Zahnmedizin, also auf Facebook mit über 12.000 Mitgliedern. Und unser Team von internationalen eLab Instructoren, die also auf der ganzen Welt verteilt sind. Es kommen jetzt noch dieses Jahr ein paar dazu, die also in ihrem Land zeigen, wie man das eLab-System im Alltag implementiert. Und das ist jetzt das, was euch der Kai zeigen wird, vielleicht auch mit der wichtigste Aspekt von der ganzen Geschichte, nämlich zu zeigen, wie nimmt man die relevanten Aspekte von dieser Theorie, die ich jetzt gerade versucht habe zu erklären, und wie macht man dann daraus eine Krone? Das ist wahrscheinlich die Frage, die euch jetzt alle am meisten interessiert. Und das wird euch jetzt anschließend der Kai zeigen. Ich bedanke mich sehr herzlich bei euch für eure Aufmerksamkeit. Ich stehe jetzt noch zur Verfügung, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, auch zu diesen vielleicht komplizierteren Dingen wie dieser Streufunktion oder der Strahlungstransportgleichung oder was auch immer. Es gibt da auch keine dummen Fragen, also ich bin hier, um die Fragen zu beantworten. Vielen Dank. Sascha, ganz herzlichen Dank. Cooler Vortrag, tolle Bilder, gute Erklärungen. Dankeschön. Da war viel, viel Arbeit war da dabei, richtig. Lange Zeit, ja. Mhm. Viele, viele Versuche, viele Schliffe, zum Sehen, was da genau rauskommt dabei. Viel Quantifizierung, viel Austausch mit Wissenschaftlern auch, ja, viel Physik. Aber ja, also die größte Herausforderung ist ja nicht tatsächlich gewesen, und ich glaube, es ist auch heute so, verschiedene Gebiete miteinander zu koordinieren. Es gibt viele Entwicklungen in verschiedenen Gebieten, die wissen das eigentlich voneinander gar nicht. Und das ist so, aha, hier, vieles von dieser relevanten Forschung ist nie in Dentaljournals veröffentlicht worden. Deswegen weiß dieses Feld der Zahnmedizin gar nicht richtig darüber Bescheid, wie weit die schon in anderen Bereichen eigentlich sind und wie sehr die Crossover-Punkte sind, wie sehr die Ähnlichkeiten sind, was man da voneinander auch lernen kann. Das ist eigentlich so das Spannende bei der ganzen Sache. Absolut cool. Liebe Teilnehmer, es ist jetzt Zeit, Fragen zu stellen. Ihr habt die Möglichkeit, dass ihr eure Hand heben könnt. Also wenn ihr die Hand hebt, dann eine Frage habt. Hebt die Hand. Ich sehe das dann und werde euch dann freischalten, damit ihr die Frage direkt an Sascha stellen könnt. Also wenn ihr jetzt Fragen habt. Vielleicht wenn das einfach mal, um das so ein bisschen vielleicht auch zu forcieren. Also ich kann mir vorstellen, dass viele von euch zum Beispiel gerade die Frage haben, wie sieht es aus mit Smartphones zum Beispiel? Ja, wie sieht es aus mit sowas zum Beispiel? Das ist vielleicht eine Frage, die vielen von euch auf der Zunge brennen. Also sowas ist generell schwierig. Man muss sich halt überlegen, dass das, was wir hier versuchen zu machen, also Farbe genau zu quantifizieren von diffus streuenden Objekten im Mund, das ist also auch was man in der Spektroskopie als Königsdisziplin bezeichnen würde. Das ist äußerst, äußerst schwierig. Und wenn man sich mal mit so Spektrometern auseinandersetzt, dann stellt man fest, dass die einem fast keine Flexibilität geben. Man kann das Ding anmachen oder man kann es ausmachen und das war's. Alles andere ist da genau definiert. Und selbst mit dem eLab-System, wie es momentan ist, mit Digitalkamera, wir unterstützen über 100 verschiedene Digitalkameras, verschiedene Objektive, verschiedene Blitzsysteme und ja auch verschiedene Operators, verschiedene Leute, die das Foto machen. Und trotzdem soll dabei irgendwie reproduzierbar eine messbare Farbe rauskommen. Und wenn man sagt, wir wollen das jetzt auch noch mit einem Smartphone machen, dann legt man da echt nochmal eine ordentliche Schippe oben drauf.
Also zu erwarten oder zu hoffen, dass die Genauigkeit, die aus einem Smartphone rauskommt, vergleichbar ist mit dem, was man normalerweise mit einem Spektrometer erzielt, das ist schon eine echte, richtige Herausforderung. Also ich sage nicht, dass das unmöglich ist, und es ist auch so, dass wir daran arbeiten, auch schon sehr, sehr weit sind. Aber nur weil man eine App einfach benutzen kann, heißt das nicht, dass es einfach ist, so eine App zu machen. Das wird oftmals unterschätzt. Die haben da im Silicon Valley eine ganze Bevölkerung von den schlauesten Menschen der ganzen Welt, die jeden Tag daran arbeiten, extrem komplizierte Lösungen sehr einfach so zur Verfügung zu stellen. Das führt oftmals zu so einem Unterschätzen. Warum kann ich das nicht einfach mit meinem Smileline kombinieren und dann da ein Foto mitmachen? Dann habe ich die richtige Farbe, weil es nicht so einfach ist, ist die kurze Antwort. Viele haben das schon probiert und viele haben dann, glaube ich, auch gemerkt, dass sie dieses Problem unterschätzt haben. Wir sind dran und wir glauben auch, dass wir da relativ bald Neuigkeiten präsentieren können, aber es ist eine erhebliche Herausforderung. Interessant. Vor allem in der heutigen Zeit mit den Mobile Devices, Handy etc. hat jeder in der Tasche. Perfekt. Natürlich, weil Zahnärzte sich halt eben auch häufig sehr schwer tun, dieses Foto eben nach diesen strikten Parametern zu machen. Das ist nicht immer einfach, auch wenn man halt einfach nicht so erfahren ist oder wenn man es halt auch versuchen muss, in den Alltag irgendwie unterzubringen und sich jetzt dann da wieder reinzudenken, was muss ich da jetzt alles machen und so weiter. Und viele möchten einfach nur ihr Handy aus der Hosentasche ziehen und halt dann damit das Foto machen. Ja. Und ja, wir sind da dran, aber es ist nicht einfach. Cool. Ich freue mich drauf. Ich und ganz viele andere auch. Ich glaube auch, ja. Hey, ganz herzlichen Dank nochmals, Sascha, für deine Zeit. Vielen Dank. Aufpasst mit der Tina. Jawohl. Ich glaube, wir beenden diesen Teil jetzt hier und entlassen beide an den Strand. Und ich übergebe weiter an den Kollegen Kai Vogeler. Schön am Atlantik, ja. Genau, ich übergebe an den Kollegen Kai Vogeler und freue mich darauf, dass er euch jetzt zeigt, wie man das alles in die Praxis umsetzt und wie man auf seine sehr minutiöse und auch sehr praktische Art und Weise eben daraus eine Restauration macht. Vielen Dank. Danke, Sascha. Grüße an die Tina. Vielen Dank. Ist die Zeit, ja? Danke, tschüss. Tschüss.